mich aus der Ruhe bringen. Es ist Silvester. Da macht man eben hin und wieder einen kleinen Scherz. Mach du hier in Ruhe deine Bohle. Wir gehen. Das punsch, du dusselige Kuh. Punsch, punsch, punsch. Also alle keine Ahnung hier. Unfassbar. Los geht's. Willkommen bei Friendly Mr. Z, heute beim letzten Video im Jahr 2020. Ich habe euch mal was, ja, allgemein gängiges mitgebracht, und zwar ein Ballantine's Finest Blended Scotch Whisky. Hat 40 Umdrehungen, kostet irgendwas um die 10 bis 12 Euro. Momentan kriegt man den sogar teilweise für 9,50 Euro oder 9 Euro. Aber auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Ja, warum habe ich den ausgesucht? Ich habe mir einfach gedacht, heute zu Silvester, da passt einfach mal was man easy trinken kann, was du mit Cola trinken kannst, was du auf Eis trinken kannst, wo einfach die Gläserpolizei nicht meckert, dann kannst du aus dem Tumbler trinken und generell aus allen Gläsern, die du gerne ausprobieren möchtest, von mir aus auch aus einem Sangria-Eimer, da wird keiner meckern, und ich habe mir einfach gedacht, den testen wir heute einfach mal aus. Und natürlich habe ich den ausgewählt, weil der ist ja ein Blended oder ein Blend, aber der hat einen Vorteil, da ist nämlich angeblich Scuppa mit drin. Und wer gestern mein Video aufmerksam verfolgt hat, der hat wahrscheinlich festgestellt, dass Scuppa mein persönlicher Whisky des Jahres ist. Übrigens hier, der Verschluss ist ein Drehverschluss, habt ihr schon gesehen, aber sehr interessant, wenn du ihn einmal aufgemacht hast, dann rutscht da so eine rote Kappe runter, und wenn du den wieder zumachst, dann sieht man, dass die Bulle schon offen ist. Eigentlich eine coole Idee, kann man keinen Ballantines kaufen, der aus Versehen schon offen war. Ist aber hier oben kein Glas, also das ist eine Glasflasche, aber ist so ein Plastikausgießer halt oben drauf, wahrscheinlich damit man da besser einschenken kann. Naja gut, preislich wie gesagt nicht teuer. Und ja, da erwarte ich dann halt auch nicht so viel. Also muss halt jetzt nicht hochwertigen Korken oder sonst was drin sein. Wobei wir ja festgestellt haben, dass auch beim Spaymore von Aldi Süd auch bei 10,59 Euro auch ja, ein Korken und etc. drauf war. Da weiß man zwar auch nicht, wie das am Ende zustande kommt, ne, weil wirklich verdienen kann man daran am Ende halt nichts mehr. Aber naja, sei mal alles dahingestellt. Für mich ist einfach jetzt wichtig, dass wir heute mal ein Blended Scotch haben. Gut, hat, wie gesagt, hat 40 Umdrehungen, ist gefärbt, ne? Muss ja halt immer farblich gleich aussehen. Ihr seht schon, die Farbe ist jetzt auch nicht so hammerdunkel, eher hell, ne? Also eher schon so ein Strohgelb, würde ich schon bald behaupten. Ist eine Mischung aus Grain and Malt Whiskies, also wie gesagt aus den Lowlands, Highlands, Bayside und von den Inseln. Und wie gesagt, Scuppa ist da wohl auch ordentlich drin. Ja, was gibt es dazu noch viel zu sagen? Wie gesagt, ich kenne es halt nur als typischen Drink mit Cola, also easy drinking mit Cola auf Eis, so kennt man das halt, so kennt man Ballantines. Ich habe tatsächlich sogar Ballantines Tumbler bei mir im Regal noch gefunden gehabt, fand ich ziemlich cool, weil die haben halt so eine coole Form, die sind halt so ein bisschen oval, die sind nicht so richtig rund, aber auch relativ schwer und liegen halt cool in der Hand. Und ich glaube, bei manchen Situationen finde ich einen Tumbler auch ganz geil. Da muss man nicht immer das Glencairn nehmen. Aber zum besseren Verriechen jetzt gleich, weil wir werden natürlich ein bisschen versuchen, den Ballantines noch ein bisschen auseinander zu klamüsern, ist, glaube ich, das Glencairn einfach besser. Gut, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an, und ich halte mal meine Nase rein. Ich fange einfach mit dem Tumbler an. Wahrscheinlich kommt da nicht so viel Aroma wie jetzt zum Beispiel beim Glencairn, aber wir werden es sehen. Ich glaube, das sieht ganz schön bescheuert aus, wenn man einen Tumbler zum Riechen an die Nase hält. Aber ist mir egal, ich mach's trotzdem. Gut, da kommt nicht so wirklich was an, aber ich rieche Äpfel. Äpfel kriegt man, aber mehr auch nicht wirklich. Also es ist einfach zu viel verwirbelt, glaube ich. Mach mal hier nochmal. Oh ja, hier ist besser. Gleich hole ich noch das The Nose raus. Damit testen wir das gleich auch noch, glaube ich. Ich glaube, das hat noch nie einer gemacht. Ballantines im Glencairn, im Tumbler. Ach, wir machen alles. Ich hole dazu Nose auch noch. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und habe mir The Nose geholt. Beziehungsweise das, ich glaube, das 1920er Blenderglas oder wie man das nennt. Und kipp mir da auch nochmal Ballantines rein. Jetzt habe ich alle Dries zusammen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben.
Jo, also Apfel ist auf jeden Fall volles Programm da. Hier sogar noch krasser als hier, aber beim Glencairn. Beim Tumbler kommt der Apfel zwar durch, aber jetzt nicht so intensiv wie im Glencairn oder wie im The Nose Glass, aber auf jeden Fall interessant. Hat so was Junges, Frisches, Spritziges, ne? Und eine dezente Süße. Aber ich würde auch schon direkt sagen, vor allen Dingen auch wenn du hier an der Synose riechst, erinnert mich das immer mehr an Obstler. Ne? Also was manche, wo manche sagen, der deutsche Whisky, der riecht und schmeckt wie ein Obstler. Also hier blind würde ich das erstmal auf einen Obstler schätzen. Also es ist wirklich sehr fruchtig, abfällig, ne? Und dezent süß. Aber keine Alkoholschärfe, nicht unangenehm in der Nase. Ja, beim Tumbler kriege ich gar nichts. Also wirklich nur den Apfel und das war's. Aber hier wirklich, also der hat auch so eine spritzige Note noch. Also das macht schon echt Spaß ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, ist halt so schon so ein Obstler-Ding, ne? Aber was mich echt interessiert gerade, der kriegt hinten raus so einen Muff. Nicht so ein unangenehm, sondern so ein bisschen so, hat ein bisschen was von diesen Michel Couvreur Fässern. Ja, steinigt mich jetzt nicht, ne? Aber die haben halt auch diesen leichten, dezenten Keller-Muff. Also der ist ja nicht eklig oder so. Ich finde das total geil bei Michel Couvreur. Aber das habe ich hier auch. Aber erst ganz hinten raus. Wenn du wirklich die Nase gut reinhältst, dann kriegst du das, ne? Dann, aber dezent. Ein Hauch davon. Aber sonst ist das wirklich, ja, leckerer, dunkler Obstler gerade. Vielleicht noch ein bisschen Malzsüße, aber das ist auch nur dezent eher. Aber der Apfel, ich finde, das passt dann auch mit dem Scupper so ein bisschen, ne? Also könnte halt sein, wenn da hauptsächlich Scupper halt drin ist, das weiß ich halt nicht, ob da wirklich der Hauptteil drin ist, weil man findet da nicht so viel drüber, welche Brennereien da jetzt wirklich mit drin sind, aber diese Apfelnote erinnert mich halt sehr an den Scupper. Gut, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach. Ich nehme jetzt den Tumbler, weil den finde ich gerade cooler zum Trinken. Ja, Slunger oder Cheers. Okay, also die Obstlernote bleibt für mich. Der ist am Anfang, bleibt der relativ süß, du hast relativ viel Apfel. Und dann hat er so eine leichte Süße, finde ich, die mich so ein bisschen, ja, nicht an Apfel, sondern eher so an so einen Apfelmus, so, weißt du, so Apfelkompott, Apfelmus, so erinnert mich das so ein bisschen daran, ne? Also nicht der Apfel mehr frisch, sondern so ein frischer Apfel, wie du den halt gerade in der Nase hattest, sondern eher so, ja, ja, gut, der Apfel ist schon verarbeitet, sagen wir mal so. Aber dieses dezent Muffige, finde ich, kriegt man hinten raus. Also der hat im Abgang, ist der so leicht herb, der hat so ein bisschen was von diesen Kakaonips, finde ich, also, ne, hier kleingestoßene Kakaobohnen, kennt er aus Schokolade oder sonst was. Diese Note hat der ein bisschen, so eine leichte herbe Note, die ist aber sehr angenehm. Und dann hast du halt diesen dezenten Muff halt. Den finde ich aber nicht schlimm, der passt gut zu dem Whisky. Also ich bin echt überrascht, wie nicht langweilig der eigentlich ist. Also ich habe eigentlich damit erwartet, also was heißt erwartet, aber meine Erwartungshaltung war halt die, ich kaufe jetzt den Valentine's, ich schenke den ein, ich habe den im Glas, der riecht nach drei Sachen, der schmeckt nach zwei Sachen, da kannst du nur noch Cola reinkippen, sonst kann man den nicht trinken. Aber ich bin ganz ehrlich, den kannst du so trinken. Also der ist echt easy drinking. Also den kann man auch ganz einfach mal kaufen und trinken. So, da muss man sich keine teuren Single Malt, keine Apfel und sonst was holen, man kann es einfach mal am Valentine's trinken, wirklich. Also gefällt mir echt gut. Also ich probiere jetzt hier noch mal einen Schluck. Ah, okay. Also jetzt beim zweiten Schluck hat er
so eine relativ junge Note. Ne? Also weißt du, wenn du so einen jungen Whisky hast, so leicht metallisch würde ich fast behaupten, als wenn du an so ein Metallregal lecken würdest, finde ich. Hat schon mal wer ein Metallregal geleckt? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, so stelle ich mir vor, schmeckt ein Metallregal, wenn man dran leckt. Aber ist nicht so schlimm. Also, ich denke die ganze Zeit über den Preis nach, was da drin ist, auf was ich mich einlasse im Endeffekt. Und dafür ist das echt gut. Dafür macht er ganz, ganz viel richtig. Und für mich passt das alles. Ich finde, das ist für den Kurs ist alles okay. Da kann man nicht viel falsch machen. Also den könnt ihr euch einfach kaufen, den könnt ihr pur trinken. Ich glaube, wenn du den mit Cola mischst, ist das auch super. Wird auch total lecker sein. Und bevor ich mir einen Jack Daniels oder einen Jim Beam Cola reinkippe, würde ich mir eher den mit Cola mischen. Der passt auf jeden Fall gut. Und ja, ich würde halt fast behaupten, Scuppa könnte man rausriechen, rausschmecken. Jetzt nicht unbedingt. Ne, wie ich jetzt schon gesagt habe, halt, also der ist eher süß, du hast noch diese leichte Obstlernote, ja, ein bisschen Kakaonips am Ende raus, so diese Bitterkeit, dieses Metallische, weil der wahrscheinlich jung ist. Ich weiß nicht, hier steht ja kein Alter drauf, man kann also nicht sagen, wie alt die Whiskys sind, aber der schmeckt schon so, als wenn der etwas jünger wäre noch. Aber ansonsten passt das eigentlich. Also, ich habe vielleicht noch einen Hauch Rosinen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir die nicht nur einbilde oder ob ich die wirklich habe. Aber passt. Also rundum würde ich dem Ganzen hier 4 Daumen hoch geben. Also ganz ehrlich, vom Preis her, von dem, was ich im Glas habe, ne, also wenn du den wirklich für einen Zehner holen kannst, dann machst du nichts mit falsch. Das Ding ist eine Bank. Wenn du irgendwo hingehst auf eine Party, die trinken alle keinen Whisky und die haben alle keine Ahnung von Whisky, nimm den mit, denn danach werden die fragen, wow, der ist ja eigentlich ganz cool, hast du nicht auch noch anderen Stoff zu Hause, den ich mal probieren kann? Also, meine Empfehlung habt ihr. Versucht's einfach mal, wenn ihr noch nie Ballantines hattet, kann ich nichts Negatives gegen sagen. Wie gesagt, diese leicht metallische Note ist halt das, was mich noch so ein bisschen stört. Aber ansonsten ist da rundherum ein gutes Produkt. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Ansonsten findet ihr mich wie immer Facebook, Instagram, WhatsApp, Flaschenteilungsgruppen. Und für mich gibt es nicht mehr viel zu sagen, als euch einen guten Rutsch zu wünschen. Einen gesunden und entspannten Start in 2021. Lasst es ruhig angehen und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Euer Friendly Mr. Z.